Japan steht für Tradition und Zukunft. Gleiches gilt für den 350Z. Mit dem japanischen Roadster schreibt Nissan die Geschichte der erfolgreichsten Sportwagenserie der Welt fort. 1969 wurde die Modellfamilie mit dem Datsun 240Z aus der Taufe gehoben. Bis heute verkaufte sich die Z-Familie in 4 Generationen 1,4 Millionen Mal. Der jüngste Vertreter der legendären Modellreihe soll nun diese Tradition fortführen. Äußerlich präsentiert sich der Nissan Roadster mit reizvollen Brüchen und wenigen Retro-Elementen. Das Design spielt dabei geschickt mit dem Kontrast zwischen sanft gerundeten Kurven und betont kantigen Details. Die gestreckte Motorhaube aus Aluminium, der lange Radstand, die großzügigen Spurweiten und die bewusst kompakte Passagierkabine verleihen dem 350Z seine attraktiven Sportwagenproportionen. Im Inneren setzt sich die kompromisslose Sportlichkeit nahtlos fort. Das Cockpit ist dem Fahrer zugewandt, im direkten Blickfeld der Instrumententräger. In der Mittelkonsole finden Japan-Kenner eine liebevolle Reminiszenz an die Anfänge der Z-Saga. 3 separat eingelassene Anzeigen, Voltmeter, Öldruckanzeige und Bordcomputer greifen 3 ähnliche Uhren auf, die bereits der 240Z besaß. Der 350Z wird von einem klassischen längs eingebauten V6-Motor mit 3,5 Litern Hubraum, 4 Ventilen pro Zylinder und einer Leistung von 280 PS angetrieben. Per manuellem Sechsganggetriebe und einteiliger Kardanwelle wird die Kraft des Motors auf die Hinterachse übertragen. Dort sorgt ein Sperrdifferenzial mit begrenztem Schlupf und einer elektronischen Traktionskontrolle für den optimalen Grip. Den Spurt von 0 auf 100 km/h bewältigt der japanische Sportler in 5,9 Sekunden. Bei 250 km/h ist dann auf künstliche Art und Weise Schluss. Der Verbrauch ist in Anbetracht solcher Fahrleistungen mit 11 Litern auf 100 Kilometern vergleichsweise moderat. Dank eines 80-Liter-Tanks können so bis zu 700 Kilometern gefahren werden. Das Wichtigste ist jedoch der Preis. Ab 33.058 Euro gibt es den 350Z beim Händler.